Guten Morgen Deutschland! Halloween steht ja vor der Tür und wir befinden uns ja mitten in der Kürbiszeit. Doch woran erkennt man eigentlich von außen einen perfekten reifen Kürbis? Das möchte ich euch heute erklären und dazu ein Update zum Abnehmen mit dem Essen ohne Denken und eine kleine Videoimpression meiner ersten Walnussernte, wo ich zusammen mit meinem Sohn Walnüsse geerntet habe, und das möchte ich auch zum Besten geben. Fangen wir am besten gleich mit den Walnüssen an. Hier meine erste Walnussernte in Bild und Ton. So, wir waren jetzt gerade Walnüsse sammeln und ja, richtig geil viel Walnüsse. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich Walnüsse live ernte, real ernte, also Natur ernte und nicht in der Packung kaufe. Finde ich einfach richtig geil, wollte ich euch nur mal mitteilen. Ich bin nun mittlerweile noch drei weitere Male losgezogen und meine Wohnung gleicht so ein bisschen einem Walnussschlachtfeld. Ich denke, ich habe jetzt bis, ja, würde ich sagen, zum nächsten Sommer genug Walnüsse da. Und also wenn ihr kommen wollt, seid herzlich eingeladen zur Walnussparty. Wenn ihr keine Ahnung habt, wo die nächsten Walnussbäume in eurer Nähe sind, dann empfehle ich euch eine Seite. Und zwar heißt die buntraub.org. Dort kann man sehen, wo man in seiner Nähe die nächsten Walnussbäume finden kann und auch andere Bäume, also Obstbäume, Beeren, Früchte und auch Wildkräuter, findet dort alles. Die ist richtig geil und ist einfach eine geniale Seite. So, nur also aber zu den Kürbissen. Wenn man so einen klassischen Kürbis zum Beispiel holt, wie so in so einem Hokkaido im Supermarkt, dann hat man den in der Hand und dann weiß man eigentlich so gar nicht, ja, ist er jetzt reif, ist er nicht reif, erkennt man ja nirgendwo. Und da gibt es drei Dinge, die man sozusagen testen kann, wenn man so einen Kürbis vor sich liegen hat. Der erste Punkt ist, dass der Kürbis unbedingt noch einen Stiel haben sollte. Denn wenn er keinen Stiel mehr hat, dann haben Fäulnisbakterien zum Beispiel einen freien Zugang über diese Bruchstelle, wo der Stiel abgebrochen wurde, in den Kürbis hinein. Und wenn ihr den dann öffnet, dann ist es gut möglich, dass er entweder schlecht ist oder ausgetrocknet. Und also von daher ganz wichtig, nur Kürbis mit Stiel kaufen. Zweiter Punkt, dieser Stiel sollte verholzt sein. Denn wenn er nicht verholzt ist, kann es auch sein, dass der Kürbis noch nicht in der perfekten Verzehrreife geerntet wurde. Und dann, ja, dann wurde der Kürbis aus ökonomischen Gründen sozusagen früher geerntet, um dann quasi das besser nutzen zu können, das ganze Land, als optimal ist. Daher unbedingt als zweiten Punkt darauf achten, dass der Stiel verholzt ist. So, und der dritte Punkt, das ist der allseits beliebte Klopftest, den wir auch schon von den Melonen kennen. Und dabei ist es nicht so, dass man, ja, wie bei den Melonen einfach überall drauf klopft und wenn es hohl sind, ist alles gut, sondern da gibt es Unterschiede, bei den Melonen schon alleine. Also bei den Wassermelonen ist es so, dass man da drauf klopft und in der Tat, wenn es hohl ist, ist er gut. Bei Honigmelonen muss es aber dumpf klingen, also nicht hohl, und dann ist es perfekt reif. Und deswegen, also einfach klopfen, immer wenn es hohl ist, funktioniert, ist es nicht wahr. Wie ist es denn nun bei Kürbissen? Na gut, da ist es nun gerade wahr. Also, da ist es wirklich so, dass wenn ihr einen Kürbis habt, dann klopft ihr drauf und wenn es hohl ist, dann bedeutet das ja eben, dass der Kürbis verzehrreif ist. Am besten in der flachen Hand halten, also wenn ihr ihn halten könnt, wenn es ein kleiner Kürbis ist, und dann mit dem ersten Fingergelenk, am besten vom Zeigefinger oder was auch anders, ihr könnt natürlich auch einen Mittelfinger nehmen, und dann draufklopfen und ja, und dann wenn es hohl ist, ist er reif. Also Zusammenfassung, erstens, Stiel muss vorhanden sein, zweitens, der Stiel muss verholzt sein und drittens, der Kürbis muss hohl klingen. Viele Menschen, ja, mögen, ja, sagen einfach, sie mögen keinen Kürbis, ja, weil sie als erstes einen Unreifen erwischt haben beim Essen und wundern sich, warum alle Welt Kürbis mag, weil es total cool ist, aber sie selber mögen ihn nicht. Das ist das erste Erlebnis. Also, auch wenn ihr jetzt keinen Kürbis kauft, schaut euch mal bei eurem nächsten Einkauf um nach Kürbissen und macht dann mal den Test. Schaut euch den Kürbis an, Stiel, vertrocknet und klopfen. Ansonsten, neues Update zum Abnehmen mit Essen ohne Denken. Diese Woche war gerade in den letzten beiden Tagen sehr stark von Riegeln geprägt. Ja, namentlich den Oatsnack-Riegeln, die mir total genial schmecken. Und entsprechend war ich schon vorher sicher, dass ich diesmal nicht abnehmen würde. Aber es ist einfach unglaublich.
Auch in dieser Woche habe ich wieder abgenommen. 100 Gramm, wohlgemerkt nicht so viel, aber ich habe abgenommen, obwohl ich eigentlich wirklich, also gerade die letzten zwei Tage mich so dermaßen vollgefressen habe. Also Wahnsinn. Und ich habe jetzt in 9 Wochen 5,6 Kilo abgenommen, ohne dass ich irgendwie meine Ernährung umgestellt habe oder sportliche Aktivitäten hinzugefügt habe oder irgendwas anderes von den klassischen Sachen. Ich habe einfach nur aufgehört beim Essen zu denken oder irgendwas anderes zu machen. Ja, ich esse nur. Das ist alles. Ich esse nur. Und wer ja, Probleme hat, in diese Gedankenlosigkeit zu kommen, den empfehle ich als Einstieg mein Video als Inspiration. Ich habe es oben in die Infokarten mal hinterlegt, wo man dann sozusagen ja, einen Einstieg hat in die Gedankenlosigkeit. Ich fühle mich nach wie vor so ein bisschen wie im Wunderland, seit ich angefangen habe, ja, aufgehört habe zu denken beim Essen, nehme ich einfach nur ab. Und das nur noch mal einmal für die Leute, ja, die wirklich damit ein Problem haben. Probiert es einfach. Ich habe 165 Kilo gewogen, über 20 Jahre abgenommen und auch entsprechende Diäterfahrung, und das ist mit Abstand die einfachste Methode abzunehmen. Als letztes möchte ich euch ja, noch meinen aktuellen Einkauf bei Amazon vorstellen. So, das soll das beste Sauerkraut Deutschlands sein. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber die Dose in diesem Megapack kostet 70 Cent und ja, bin ich natürlich sehr gespannt. Ja, da ich ja nun jetzt mit dem Zucker Mono angefangen habe, ist es so, dass ich Infokarten, steht jetzt das Video, dass ich ja, bis ich meinen Fokus da eher auf das kurzzeitige Fermentieren, wo man noch schneller ein Feedback hat, lege, als auf das Einlegen und das richtige Fermentieren, und was ja auch wochenlang dauert. Also das ist übrigens mein Sauerkraut als Filterstadt, heißt das. Und ja, ich habe mich jetzt entschieden, quasi dieses schmackhafte Sauerkraut hier zu nehmen, und dieses Sauerkraut, was man selber einlegt, ist ja total gesund, und das ist halt nicht so gesund, weil es wahrscheinlich pasteurisiert ist, aber ja, irgendwie habe ich keinen Bock auf Sauerkraut selber machen, so lange warten. Ich will Zucker Mono machen. Und ja, naja. Gut, also ihr wisst, ich werde euch jetzt hier ein Feedback geben, wie dieses beste Sauerkraut Deutschland als Filterstadt schmecken soll. Ich bin sehr gespannt, weil ich jeden Abend eigentlich so ein bisschen Sauerkraut nasche. Und gedacht, Feedback werdet ihr erhalten. So, ich hoffe, ihr habt was, was das Kürbiskaufen angeht, ein bisschen was mitnehmen können an Informationen, und seid auf dem neuesten Stand, wie es bei mir ausschaut bei eurem nächsten Einkauf. Probiert es einfach mal mit dem Kürbis, gebt mir Feedback. Ich freue mich wie immer generell auf eure Kommentare und Meinung zu diesem Video, und wir sehen uns dann morgen wieder und wünsche euch eine tolle, bewusste Woche, und ja, würde sagen, bis morgen. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.